Willkommen und von unserer Seite eine Gratulation, dass Sie es bis hierher geschafft haben, bis ins dritte Semester. Wie Sie wissen ja sicherlich von den Kommilitonen der höheren Semester, dass das dritte Semester sozusagen das ist, was, wenn man das schafft, dann ist man im Prinzip durch das Studium durchgekommen, wenn man so will. Also dann sind die größten Risikofaktoren überwunden und wir möchten Ihnen gern helfen, da durchzukommen. So, bevor ich mit der Vorlesung beginne, möchte ich die Gelegenheit nutzen, erstmal generell in unser Fach einzuführen. Und zwar werden wir uns im Wintersemester ja sowohl mit der Vorlesung als auch mit dem Selbstsicherheitstraining beschäftigen. Das ist für Marburg oder überhaupt für die Medizinerausbildung in Deutschland eigentlich ein Alleinstehungsmerkmal, wie man so schön sagt. Das heißt, das wird nur in Marburg unterrichtet und das hat folgenden Hintergrund. Wir haben in den letzten 15 Jahren den Trend in der Medizin beobachten müssen, dass Gespräche mit dem Patienten nicht mehr honoriert werden. Und jetzt kommt mehr und mehr wieder die Erkenntnis, dass es notwendig ist, miteinander zu reden. Das mag sich für den einen oder anderen etwas verwunderlich anhören und es ist auch verwunderlich. Es hat rein ökonomische Gründe gehabt, weshalb das vorher nicht so der Fall war. Es bringt aber diese neue Entwicklung mit sich, dass dadurch auch eine höhere Anforderung an alle Ärztinnen und Ärzte gestellt werden bezüglich Kommunikation mit dem Patienten. Ja, da spielen solche Sachen eine Rolle. Wie kann ich den Patienten zum Beispiel dazu motivieren, wenn er eine chronische Erkrankung hat, dass er physiotherapeutische Übungen täglich durchführt oder bestimmte Lebensstilveränderungen vollführt, damit er eine höhere Chance hat, dass sein Behandlungsverlauf günstiger wird. Ja, da spielen so eine Sache eine Rolle. Was ist, wenn jemand im Kindesalter schon mit einer chronischen Erkrankung beginnt? Wie kann er damit zurechtkommen? Wie lebt er damit? Wie werde ich als Ärztin, als Arzt mit dem Patienten, mit dem Kind kommunizieren und zugleich auch in der Lage sein, mit den Eltern zu kommunizieren? Wie schaffe ich es, ihnen die Angst zu nehmen, um zu verhindern, dass die Angst dazu führt, dass der kindliche Patient von der Angst so beeinflusst wird, dass bestimmte Medikamente nicht die Wirkung entfalten können, die sie eigentlich entfalten können. Ja? Solche schwierigen Fragen spielen eine Rolle. Und im vergangenen Jahr wurde in Frankfurt eine große Konsensuskonferenz abgehalten, dass also jetzt wieder auch das Gespräch, die Kommunikation entsprechend honoriert wird, sodass das als eine Behandlung mehr und mehr auch von der Seite der Krankenkasse wieder akzeptiert wird. Ja. So in dem Kontext ist es notwendig, dass Sie Skills oder Fertigkeiten erwerben, um dieser erhöhten Anforderung an Kommunikation auch gerecht zu werden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir sehen, dass Menschen, die in der Lage sind, bestimmte psychische Probleme der Patienten selber gut zu verarbeiten, mehr geschützt sind vor Burnout, Depressionen, übermäßigem Alkoholkonsum, um nur einige Probleme zu nennen, die sozusagen Schwierigkeiten im ärztlichen Beruf darstellen. Und der dritte Punkt ist auch der, dass wir herausgefunden haben in zahlreichen Studien, dass die Empathie ein wichtiges Kriterium ist für den Behandlungsverlauf. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine Studie, die ist vor 2 Jahren von den Kollegen aus Italien, aus der Diabetologie veröffentlicht worden, wo gesehen wurde, dass die Höhe der Empathie des Arztes korreliert mit der geringeren Verschreibung von Insulin. Ja, so, das heißt also, eine Negativkorrelation, umso höher die Empathie, umso geringer die Medikamenteneinnahme. Und diese Erkenntnisse kennen wir aus der Kardiologie, aus der Rheumatologie, aus der Anästhesie. Ja, dass also Medikamentenwirkungen einen klaren Bezug haben zur Qualität der Arzt-Patient-Beziehung, die nun wiederum von der Empathie des Arztes stark beeinflusst wird. Ja. So, und der letzte, vierte Punkt, der ein ganz aktueller ist, wir hatten letzte Woche einen Kongress in Leipzig, wo sich über 2000 Kollegen getroffen haben, die über die Verbesserung der Ausbildung des Medizinstudiums diskutiert haben, wo Poster vorgestellt wurden, Vorträge vorgestellt wurden.
Und wir haben auch unsere Ergebnisse des Selbstsicherheitstrainings vorgestellt. Und da wurde ganz deutlich, dass Ihr Studium in besonderem Maße dazu geeignet ist, in Anführungszeichen, dass Symptome wie Depressivität, Ängstlichkeit bis hin zu Burnout oder auch schwierigeren psychischen Auffälligkeiten entstehen können. So, das heißt also, dass es nötig ist, den Stress in einer besonderen Form zu reduzieren. Und ursprünglich ist man immer davon ausgegangen, ach, dann sollen doch die Studenten einfach ein bisschen Entspannung machen oder ein bisschen mehr Sport und dann wird es alles schon gehen. Und nun weiß man aber mittlerweile aus der Stressforschung, damit werden wir uns dann noch intensiv in der Vorlesung beschäftigen, dass nicht jeder Stress dazu geeignet ist, den Menschen krank zu machen, dass es aber insbesondere der soziale Stress ist. Ja, es ist nicht der existenzielle, es ist der soziale Stress, der einen hohen Risikofaktor darstellt für die Entstehung von Erkrankungen. Und um diesen sozialen Stress abzubauen, haben wir uns überlegt, ein Empathietraining sozusagen mit Ihnen durchzuführen, ein Selbstsicherheitstraining. Dieses Training basiert auf drei verschiedenen Programmen. Das eine Programm kommt aus Leipzig, das noch zur Zeit in der DDR entwickelt wurde, 1987 und ursprünglich für Psychologiestudenten entwickelt wurde. Dann ein zweites Programm habe ich mitgebracht von der University of Washington aus Seattle, wo die Studenten des dritten und vierten Studienjahres dieses Programm durchführen. Wir sind aufgrund unseres Studienplans nicht in der Lage, Ihnen 2 Jahre dieses Training anzubieten, aber wir konnten es zumindest schaffen, es für dieses halbe Jahr, also für ein Semester, in die curriculare Lehre zu übernehmen. Das heißt, das wird für Sie ein Beginn sein. Ja, und aus den Erfahrungen heraus, sowohl mit den amerikanischen Studenten als auch mit unseren deutschen Studenten, ist es so, dass es wie ein Beginn ist, der Sie sozusagen Ihr Leben lang begleiten wird. Sie werden immer wieder in die Situation kommen, zu überprüfen, habe ich mich jetzt hier so verhalten, dass ich mein Ziel erreichen konnte und dass ich mich dabei wohlfühlen konnte? Konnte ich mein Gegenüber verstehen oder war das für mich unmöglich, ja, ihn zu verstehen oder sie zu verstehen? Und dieses Training basiert darauf, dass man sich durchsetzen lernt, weil man den anderen versteht. Ja? Und da würde ich Ihnen eine ganz kurze Einführung geben, die Sie dann aber noch in den Seminaren bekommen. Ja. So, wir haben um das zu effektivieren und aus den vielen Rückmeldungen der Kommilitonen der früheren Jahre einige Veränderungen für Sie vorgenommen. Und zwar ist es so, dass wir in der ersten Woche die Anamneseberichte besprechen. Ja, das heißt, da werden Sie noch in größeren Gruppen zusammensitzen und die Kollegen, die bei mir im Institut angestellt sind, werden mit Ihnen die Anamneseberichte besprechen, sodass Sie wissen, wie sozusagen die dann auch bewertet werden, worauf Wert gelegt wird. Sie werden Ihre eigenen Erfahrungen auch präsentieren können, wie das war für Sie, ein längeres oder 2 längere Gespräche mit den Patienten durchzuführen. Ja, in der zweiten Woche dann werden Sie aufgeteilt werden, sodass wir kleinere Gruppen haben. Das geschieht ausdrücklich auf Wunsch Ihrer Kommilitonen aus den höheren Semestern. Da ist es essentiell für Sie zu wissen, dass die Gruppen, die dann gebildet sind, sogenannte geschlossene Gruppen sind. Das heißt, da ist kein Wechsel möglich, aus dem Grund, weil innerhalb der Gruppe ein bestimmtes Gruppenleben entsteht oder man kann auch sagen, eine bestimmte Dynamik, die gestört werden würde, wenn ein Wechsel passiert, also wenn irgendjemand Neues dazukommt. Ja? Und sozusagen zu Ihrem eigenen Schutz und weil ja der Erwerb von Fertigkeiten im Sinne des Selbstsicherheitstrainings auch mentale Fertigkeiten bedeutet, wird dieses Vorgehen verwendet, dass man geschlossene Gruppen bildet, ja, und nicht sozusagen, dass jeder mal kommen kann wie in so einer Talkshow oder so, sondern wirklich, dass es eben halt geschlossene Gruppen sind, wo Sie wissen, okay, wir sind hier 10 oder 12 Leute, so in etwa sind wir von der Anzahl und wir werden uns jetzt hier diesem Thema näher widmen. Ja. So, und bevor wir anfangen mit dem Anamnesebericht, und werden wir Sie bitten,
diese bestimmte Übungen durchzuführen. Das heißt, sie werden in der kommenden Woche in das MARES, also in das Reinfried-Pohl-Zentrum gehen. Ich glaube, sind Sie darüber schon informiert? Wissen Sie, wo das ist? Das wissen Sie nicht? Okay. Wissen Sie, wo die Bibliothek ist? Das wissen Sie bestimmt, ne? Ja, und unmittelbar hinter der Bibliothek ist das Reinfried-Pohl-Zentrum. Das ist so ein, wie so ein ovales Gebäude. Ja, und da ist das eigentliche, wie sagen dazu, Lehr- und Lernzentrum, was Sie sozusagen auch den Rest Ihres Studiums begleiten wird. Und dort sind einzelne Räume hergerichtet, wo Sie trainieren können, mit Patienten zu sprechen, wo Sie trainieren können, bestimmte Untersuchungstechniken wie eine Gastroskopie oder andere Untersuchungstechniken durchzuführen. Und das ist ein ganzes Zentrum, ja, was eben damals noch der Herr Pohl kreiert hat und ist hochinteressant und sehr hilfreich. Ja. Selbst so Techniken wie jetzt Nähen oder Blutabnahme können Sie dort trainieren, was immer ganz also entspannend ist, weil man das eben einfach am nicht lebenden Objekt macht und trotzdem aber Materialien zur Verfügung hat, die eben der menschlichen Haut vergleichbar sind. Ja. So, und innerhalb dieses Zentrums existieren 4, 5 Räume, die hergerichtet sind, entweder wie Patientenräume in der Klinik oder wie ein Wohnzimmer, etwas altmodisch, also etwas für ältere Patienten. Ja, so. Und dort werden Sie gruppenweise sozusagen analog zu der Zeit, wenn Sie sozusagen im Seminar, wenn Sie das Seminar hätten, zu uns kommen und werden einzeln in jeden Raum, in einen Raum gehen. Das werden die Kollegen Ihnen dann entsprechend auch sagen, wo Sie hingehen werden, und werden über ein bestimmtes Problem mit dem Patienten diskutieren. Dieses Problem ist ein klinisches Beispiel, was ich aus meiner Zeit aus der Römerklinik, wo ich 11 Jahre gearbeitet habe, mitgenommen habe. Und da handelt es sich um einen Patienten, der eine schwere rheumatische Erkrankung hat, eine Vaskulitis, also eine entzündliche Gefäßerkrankung, eine Panarteritis nodosa. Und das sind entzündliche Vorgänge hier an den großen Gefäßen der Stirnhöhle. Und dieser Patient war in der Situation, dass er durch diese Erkrankung seinen Beruf verloren hat, dass er seine Freizeit im Sinne von Sport nicht mehr ausüben konnte und nun auch fürchtete, durch diese starken Medikamente, die er einnehmen musste, so an Aussehen zu verlieren, dass er glaubte, das könnte eher Probleme hervorrufen. So, dieser Patient war nicht mehr bereit, dieses Medikament einzunehmen, obwohl er wusste rein vom Rationalen her, dass er, wenn er das nicht nimmt, sich einem hohen Risiko aussetzt, entweder zu erblinden oder an der Erkrankung zu versterben. Die Aufgabe, die der Chefarzt dem jungen Stationsarzt in der oder unmittelbar nach der Chefvisite stellte, war: Bitte geh dann nach der Chefvisite zu dem Patienten, sprich mit ihm, damit er das Medikament wieder nimmt. Ja? So, und das wird auch Ihre Aufgabe sein. Es ist für Sie nicht etwas, was Sie jetzt lösen können. Ja, Sie sind noch nicht in Stationsarztposition, sondern es ist für Sie ein Ausprobieren. Das sind auch nicht Patienten, weil wir können ja nicht sozusagen, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, immer die Patienten zur selben Zeit nochmal holen und dann erzählen die ihnen alles nochmal dasselbe. Das ist ja leider mit der Krankheit so, dass das wechselt. Also sind das sogenannte Schauspielpatienten, die also extra auch ausgebildet worden sind und mit denen wir trainiert haben und die Bescheid wissen über dieses Krankheitsbild. Und Sie haben die Möglichkeit, innerhalb von 8 Minuten versuchen, mit dem Patienten so zu diskutieren, mit dem Ziel, dass er wieder bereit ist, also dass er wieder fähig ist, das Medikament einzunehmen. Ja? Dasselbe, mit der genau derselben Untersuchungssituation, werden wir dann nach dem Selbstsicherheitstraining nochmal machen, sodass Sie beobachten können, was sich in Ihnen verändert hat. Ja? Wir werden auch diese Gespräche aufzeichnen und haben dieses Vorgehen, dass, wenn Sie Interesse haben, sich beide Gespräche nach dem Training anzugucken, dass wir zur Verfügung stehen, sodass wir das mit Ihnen gemeinsam tun und Ihnen auch Rückmeldung geben, was gut war, was verbesserungswürdig wäre, ja, was man noch anders machen könnte.
Ja, so, und das ist eingebettet sozusagen als Rahmen, ja, in das gesamte Programm, das heißt, wo einerseits die Vorlesung ist, wo Sie die Rückmeldung über die Anamneseberichte kriegen und wo Sie in kleineren Gruppen trainieren, Ihre Selbstsicherheit zu erhöhen, um sich zielgerichteter durchsetzen zu können. Ja, so, und das Ganze ist, wie gesagt, ein Training der Empathie, das heißt also des Verstehens des anderen, was also weit davon entfernt ist, so wie manche befürchtet hatten in der Vergangenheit, das wäre wie so ein Verkaufstraining. Ja? So, also weil Verkaufstraining zielt ja darauf hin, dass man sozusagen Geld macht. Ja? Hier geht es nicht darum, ja? Sondern hier geht es primär darum, dass ich die Fähigkeit erwerbe, mich in den anderen hineinzuversetzen, der völlig anders denkt, völlig anders fühlt, als ich es jetzt vielleicht tun würde. Und oftmals indirekte Wege nutzen muss oder wie wir sagen, counterintuitive Empathie entwickeln muss, um das Verständnis für den erkrankten und mir anvertrauten Menschen zu entwickeln, um ihm helfen zu können. Ist das soweit verständlich? Ja? Okay, so, denn erstmal als kleine Einführung habe ich Ihnen ein Video mitgebracht, damit Sie also in etwa wissen, wie wir so aufgestellt sind und damit Sie auch über dieses Video vielleicht auch uns ein bisschen kennenlernen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Oh, unable to connect to the Internet. Okay, kleinen Moment. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, huh? No, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. I had it, yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. At least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face
of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you took me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. So, das war sozusagen eine kleine Einführung in das, was wir unter Empathie verstehen, im Unterschied zur Sympathie. Und wie so schön in dem Filmchen gezeigt wurde, ist es immer eine Wahl, ob ich mich auf den anderen einlassen möchte oder nicht. Und so ist es auch mit dem Training. Ja? Diejenigen, die sich einlassen möchten auf das Training und das entsprechend nutzen wollen für die persönliche Weiterentwicklung, die werden sich sozusagen, die werden davon auch profitieren. Wir werden folgende Skills trainieren: die Fähigkeit, Bitten und Forderungen ablehnen zu können, das heißt Nein sagen zu können, die Fähigkeit, Wünsche und Forderungen auch zu äußern, was ja zum Beispiel, wenn Sie vielleicht schon mal in der Situation waren, dass Sie ein bestimmtes Gutachten von einem Professor haben wollten, nicht immer unbedingt so einfach ist, insbesondere dann, wenn man nicht weiß, ob das Verhalten des Professors jetzt aus Zeitdruckgründen verändert war oder weil er das nicht geben will. Also das kann ja dann schon zu Irritationen führen. Auch die Fähigkeit, Kontakte zu knüpfen oder auch zu beenden, was besonders dann wichtig wird, wenn Sie vielleicht in die Formulatur gehen und dann wissen, Sie sind dort nur 4 Wochen, wollen aber trotzdem sich in das Team integrieren und wie kann ich dort Kontakte knüpfen. Die Fähigkeit, angemessen mit Kritik umzugehen, ja, die große Frage: ich gehörte in der Schule immer mit zu den Besten und jetzt muss ich mich damit arrangieren, dass die hier 3, 4 Möglichkeiten von Wiederholungsprüfung mir geben. Und wie kann ich das sozusagen innerlich verkraften, dass eine Wiederholungsprüfung auch eine Chance darstellt? Und die Fähigkeit, auch angenehme, unangenehme Gefühle äußern zu können, um Konflikte eben partnerschaftlich lösen zu können, was also die höchste Schwierigkeit darstellt. Das sind dann solche Fragen wie, wenn jetzt Patienten zum Beispiel schwere Auffälligkeiten zeigen oder wenn sie vielleicht später als Stationsärztin, Stationsarzt arbeiten und einer der Kollegen, die Ihnen unterstellt sind, hatten Alkoholprobleme. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie schaffe ich das, dieser Leitungsfunktion, dieser Aufgabe gerecht zu werden? All diese Skills werden dort mithilfe von bestimmten Übungen durchgeführt, die wir auf Video aufnehmen und die wir in derselben Sitzung mit Ihnen gemeinsam besprechen. Die Videoaufnahmen dienen dazu, dass die Fähigkeiten direkt sozusagen genutzt werden, um sie zu erweitern. Ja, also wir sehen uns die körpersprachlichen Aspekte an gemeinsam und überlegen, wie kann man das durch bestimmte körpersprachliche Äußerungen das Gesagte noch besser hervorheben, noch besser unterstreichen. Ja. So, und wie gesagt, am Ende des Selbstsicherheitstrainings ist dann das Selbstsicherheits ist dann wieder das Gespräch mit dem Schauspielpatienten. Das wird im Februar sein. Wichtig ist, dass Sie für dieses Gespräch die Matrikelnummer und die Studienbescheinigung mitnehmen. Das ist wichtig. Alle Gespräche werden nur mit der Matrikelnummer aufgezeichnet und diese Verbindung zwischen Ihrem Namen und der Matrikelnummer liegt nur mir vor als Leiterin des Institutes.
Sachen an sich werden anonym ausgewertet und da geht es schlicht und ergreifend darum, wie man sozusagen die Lehre verbessern kann und das bleibt sozusagen im Institut, wird also nicht irgendwie im Fernsehen gezeigt oder irgendwelche anderen Dinge werden damit gemacht, sondern das ist, dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken. Darüber werden wir Sie dann noch nächste Woche eingehender informieren. Am Ende der ganzen Lehre der Medizinpsychologie steht dann die Prüfung. Das ist ein 1,5-stündiger Termin, der in der Bibliothek durchgeführt wird, wo Ihnen 60 Fragen vorgestellt werden. Und diese Fragen sind die direkte Vorbereitung für das Physikum. Einige der Fragen haben Sie jetzt schon im Seminar bekommen und erarbeitet. Andere Fragen werden wir in der Vorlesung näher beleuchten und wir machen immer das Vorgehen so, ähnlich wie im Seminar. Ich beginne mit bestimmten Prüfungsfragen, die im IMPP oftmals gestellt werden und wir beantworten die dann am Ende der Vorlesung gemeinsam. Ja, das ist erstmal für als Einführung das Erste, was wir Ihnen mitteilen wollten. Haben Sie dazu Fragen? Sehe ich jetzt erstmal nicht. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, können Sie gerne danach noch zu mir kommen oder die dann direkt mit Ihrem Dozenten besprechen. So, jetzt gehe ich hier wieder raus. Und wir starten mit der Vorlesung. So, das hatten wir jetzt schon. Folgende Themen werden uns in der Vorlesung für Medizinpsychologie beschäftigen. Wir werden uns mit den Krankheitsmodellen beschäftigen. Also was ist Gesundheit, was ist Krankheit? Wir werden uns auch mit dem Term beschäftigen, was ist Krankheitsverhalten oder im Englischen Disease Behaviors. Was ist Krankheitsverarbeitung? Wo sind dort die Parallelen? Wir werden uns beschäftigen, wie Stress sich auf unser Denken auswirkt, was also gerade in Bezug auf die Prüfung von hoher Relevanz ist. Wir werden uns auch damit beschäftigen, wie Lernen funktioniert, wie Gedächtnis funktioniert. Wir werden über den Intelligenzquotienten sprechen und was man dazu als Mediziner wissen müsste. Wir gucken uns an, was die Neurobiologie sagt über unsere Handlungsfreiheit, ob es die überhaupt gibt. Ja. In Bezug auf unsere neurobiologischen Vorgänge. Wir sehen, wie Emotionen gemessen werden können, ja, meistens mit peripher physiologischen Parametern, was die Persönlichkeit ist, was soziale Kognitionen bedeuten. Wir schauen uns auch an, was die Prävention ist, ob Prävention eine Illusion darstellt. Und wir beschäftigen uns auch mit Forschungsmethoden. All diese Bereiche sind wichtig, weil sie im Physikum abgefragt werden. Und das letzte Thema Notfall und Schmerz, das werden wir uns dann im Februar angucken, wofür wir uns einen ganzen Samstag nehmen. Dort beschäftigen wir uns mit den Themen und im Anschluss danach führen wir das Repetitorium durch. Das ist unmittelbar vor der Prüfung, ich glaube 2-3 Tage vorher, sodass Sie gut vorbereitet in die Prüfung gehen. Wir haben diese Methode genutzt und entwickelt, weil wir gesehen haben, dass sich dadurch die Leistung im Physikum sehr erhöht hat. Ja, so, das heißt also, während noch vor einigen Jahren die Ausbildung, die wir Ihnen gegeben haben, weniger dazu geeignet war, gute Noten im Physikum oder gute Punkte im Physikum zu erzielen, sind wir jetzt mit diesem Vorgehen so weit gekommen, dass unsere Studierenden im Physikum über dem Durchschnitt Deutschlands liegen und damit die Möglichkeit haben, so wie ich Ihnen das in der E-Mail schon geschrieben habe, dass Sie sozusagen Punkte dadurch erwerben können, die Ihnen helfen können, wenn Ihnen mal das eine oder andere nicht einfällt in der Anatomie oder Physiologie. Ja, was ja so dieses spezielle Auswendiglernen ist ja immer sehr Stress beeinflusst. Das heißt also, dass bestimmte Dinge vielleicht dann nicht sofort einfallen. Und so haben uns die Kommilitonen aus ihren höheren Semestern mitgeteilt, dass das eigentlich ein gutes Puffer ist. Und deswegen würde ich Sie auch bitten, sagen Sie Ihren Kommilitonen, die sollen hier zu der Vorlesung kommen. Das kann sich auf das Physikum nur positiv auswirken, ja, weil der Hauptgegenstand für das Physikum wird hier in der Vorlesung gegeben.
Sie sehen, wir nehmen auch die Vorlesung auf. Wir müssen aber gucken, weil das jetzt so das erste Mal ist, wie gut die Qualität ist. Deswegen würde ich also sehr empfehlen, ja, sagen Sie das Ihren Kommilitonen, damit sozusagen das Physikum auch gut bestanden werden kann. Ja. So, dann beginnen wir also jetzt mit der ersten Frage. Zu den häufigsten Beschwerden in der Allgemeinarzt-Sprechstunde bei Erstkontakt zählen innere Unruhe und Erschöpfung. Welches der genannten Krankheitsbilder könnte diese Beschwerden am ehesten erklären? Wir haben also hier das Asthma, Bronchiale, dann Mammakarzinom, Diabetes mellitus Typ 1, Migräne oder Rückenschmerzen. Eine weitere Frage, wie hoch ist die Spontanremissionsquote? Also wie schnell sozusagen der Patient wieder gesund wird, also wie hoch ist diese Quote, bei Patienten mit vorwiegend organisch bedingten Erkrankungen? 10-20%, 25%, 30-40%, 50% oder 70-80%. Eine weitere Frage, welche Mechanismen werden in der Verhaltenstherapie nicht als Erklärung in der Entstehung und Aufrechterhaltung von Erkrankungen herangezogen? Das ist manchmal immer etwas schwieriger, insbesondere dann, wenn es sich um Negativfragen handelt, weil man in dieser ganzen Aufregung und dem Zeitdruck dann dieses kleine, aber bedeutsame Wörtchen nicht überliest. Ja, so. Deswegen wollen wir Sie ganz gezielt darauf trainieren, dass Sie darauf Ihre Aufmerksamkeit legen, um eben also dann die richtigen Antwortalternativen auch auswählen zu können. Klassische Konditionierung, Habituation, Projektion, operante Konditionierung oder Löschung. Das sind so Fragen, die so generell jetzt diese Vorlesungen der Medizinpsychologie betreffen. Jetzt die Fragen zur ersten Vorlesung. Was ist eine Iatrogenisierung? Handelt es sich dabei um eine schädigende Einflussnahme durch den Arzt oder eine Overutilization? Oder eine Projektion oder eine Underutilization? Handelt es sich um schädigende Einflussnahme durch Partner, Arbeit und Behandler? Wäre eine Frage, die wir heute am Ende der Vorlesung beantworten könnten. Eine andere Frage, was ist eine subjektive Laientheorie? Ist das populärwissenschaftliche Literatur? Sind das Alltagsvorstellungen, die sich Personen über Krankheitsursachen bilden? Sind das historische Annahmen zur Ursache einer Erkrankung? Ist es schlicht eine falsche Theorie oder ist es gar eine psychische Erkrankung? Was sind unsere Lernziele heute, die prüfungsrelevant sind? Es geht heute darum zu erkennen, was ein Patient macht, wenn er versucht, den Kontakt mit dem Arzt aufzunehmen, also sprich, wenn er um Hilfe sucht. Was ist die Bedeutung der Laienethiologie für den Heilungsprozess? Ist das einfach nur, wie gesagt, eine falsche Theorie oder spielt das in der Diagnostik eine große Rolle und in der Therapie? Woran erkennt man Über-, Unter- und Fehlversorgung? Was ist das Health-Beliefs-Modell? Und was wissen wir über evidenzbasierte Medizin und Qualitätsmanagement-System? Die praxisrelevanten Lernziele, das heißt das, was Ihnen später nutzen wird, sind darauf gerichtet, dass sie mehr und mehr in der Lage sind, die emotionalen Faktoren im diagnostischen Prozess zu erkennen und zu nutzen. Ich werde Ihnen auch einige Beispiele aus der Praxis bringen, um das zu erleichtern. Dann auch die Patientenschulung für die Arzt-Patienten-Beziehung. Oftmals wissen wir nicht, wenn man merkt, dass der Patient im Konflikt ist, die Krankheit zu verarbeiten, wie man ihm helfen kann. Es gibt aber etliche Patientenschulungsprogramme, die einem helfen können, dann genau dieses Gespräch in diese sehr konstruktive und proaktive Richtung zu wenden. Auch den Wert von Supervision, vor allen Dingen im klinischen Alltag, also in den Krankenhäusern zu erkennen. Die Fähigkeit zur Motivierung von Compliance und die Kenntnisse oder erste Kenntnisse über psychotherapeutische Methoden und die Kooperation mit den entsprechenden Institutionen. Beginnen wir also mit dem ersten Lernziel, mit den Entscheidungsstufen von Symptomen zur Krankheit. Wie reagiert ein Patient? Er hat also zuerst eine körperliche Empfindung, die ihm neu ist, und diese körperliche Empfindung bringt ihn in die Situation zu entscheiden, kann ich das ignorieren, es stört mich nicht, oder muss ich dem Aufmerksamkeit zuwenden.
Ja? Wir wissen von unseren Leistungssportlern, dass wenn sie, was nicht selten passiert, kurz vor einem größeren Wettkampf mit einem Infekt reagieren, sie ihre Aufmerksamkeit auf ihren Wettkampf richten und mehr als andere eher bereit sind, die Symptome zu ignorieren, um den Wettkampf zu vollführen. Andere wieder, die vielleicht in der Situation sind, eine große Stressphase hinter sich zu haben und mit einem Infekt genau dann passieren, reagieren, wenn vielleicht der Urlaub beginnt, sind dann aufgrund dieser Erschöpfung eher in der Situation, dass sie diese Symptome nicht mehr ignorieren, sondern ihre Aufmerksamkeit darauf richten. Ja, und die dann entsprechend behandeln. Beide Situationen haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Ja, eine ganz andere Situation, jemand ist in einer beruflichen Situation, die man mit einer Mobbing-Situation beschreiben könnte, entwickelt einen Infekt und hat jetzt nicht die Kraft, diesen Infekt zu ignorieren oder den durch gezielte Maßnahmen schnell zu behandeln, sondern empfindet diese Symptome als wesentlich schwerwiegender als zum Beispiel der Leistungssportler, der sich auf seinen Wettkampf optimal vorbereitet hat und mit voller Begeisterung sich sozusagen auf den Wettkampf orientiert. Ja? Und diese Faktoren spielen schon eine Rolle, ob der Patient entscheidet, ob er die ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt. So, was sind dabei die häufigsten Beschwerden, die wir in der allgemeinen Bevölkerung sehen? Wir haben also hier die innere Unruhe, die geschildert wird, auch die Erschöpfung, die Kopfschmerzen, die Konzentrationsstörungen und auch die Schlafstörung. Ja? So, das heißt also, wenn der Patient zu Ihnen kommt, wird er nicht mit einer Diagnose kommen und sagen, so, ich glaube, ich leide unter einem Asthma bronchiale, also jedenfalls nicht, wenn er das erste Mal kommt, ja? Sondern er wird vielleicht sagen, ich fühle mich irgendwie so unruhig. So, dann ist man natürlich, wenn man jetzt erstmal beginnt, Patienten zu behandeln, ein bisschen verunsichert, weil ja unruhig fühle ich mich auch, deswegen gehe ich doch nicht zum Arzt, ja, könnte man jetzt sagen. Aber diese generellen Symptome können ein Hinweis darauf sein, dass bestimmte Krankheiten zugrunde liegen. Das heißt, wir müssen also damit rechnen, dass uns die Patienten Symptome schildern mit Worten, wie wir sie in den Lehrbüchern nicht kennen. Also müssen wir genau zuhören und sozusagen die Worte des Patienten übersetzen in die Sprache, die sie hier im Studium in mühevoller Kleinstarbeit erhoben haben. Wenn man sich jetzt anguckt, wie häufig die Schmerzen als eine der wichtigsten körperlichen Beschwerden, die dem Allgemeinarzt geschildert werden, sind, dann sieht man, dass Kopfschmerzen am häufigsten geschildert werden. Auch Rückenschmerzen spielen eine große Rolle, wie Sie sehen, 56%, also jeder zweite, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen und auch Magenschmerzen. Zu dem Problem des Schmerzes werden wir uns dann noch ganz intensiv im Februar auseinandersetzen. Jetzt erstmal möchte ich das so stehen lassen. Das heißt also, wenn der Patient für sich interpretiert hat, er nimmt die Symptome wahr, er richtet seine Aufmerksamkeit darauf, wird er dann entscheiden müssen, ist es ein Anzeichen einer Krankheit oder handelt es sich hier um einen normalen Prozess, etwas Harmloses? Ach, ich werde mich wohl irgendwie verspannt haben oder ich habe wahrscheinlich eine ungünstige Bewegung gemacht oder vielleicht ist es auch nur eine Zerrung. Ja, vielleicht bin ich irgendwie umgeknickt und habe es gar nicht gemerkt. Oder sagt er, oh mein Gott, das hat bei meiner Mutter auch so angefangen und letzten Endes war es eine schwere Krebserkrankung. Ich muss lieber zum Arzt, ich muss das abklären lassen. Ja? Oder irgendjemand aus dem familiären Bereich sagt, du siehst aber immer blass aus, nicht, dass du eine Leukämie entwickelst, lass das doch mal abklären und. Ja? Und so, das heißt also, sie werden damit konfrontiert, dass auf der einen Seite bestimmtes Unwohlsein geschildert wird von Seiten des Patienten, aber der Hintergrund der Abklärung ist oftmals in der Emotionalität zu sehen, also in dem Bedürfnis, eine Angst zu reduzieren oder eine Traurigkeit zu reduzieren. Und auf beides sollten wir eingehen. Das heißt, wir gucken uns die Intensität des Symptoms an und wir gucken uns die emotionale Beeinträchtigung an. Hier zum Beispiel habe ich ein Bild mitgebracht einer jungen Patientin, die unter Fibromyalgie, einer nicht entzündlich-rheumatischen Erkrankung litt
Und diese junge Patientin hatte sehr schnell ihre Schule absolviert, die hatte am Hochbegabungsprogramm in Seattle gebildet worden. Das heißt, die war erst 14, als sie ihr Abitur machte und sollte dann zur Universität gehen und hat auch die Aufnahmeprüfung bestanden, hat das alles bravourös gemacht und entwickelte mit Beginn des Studiums diese schweren Schmerzen, die ihr nicht gestatteten, das Studium zu beginnen. Ja? Was dahinter stand, war nicht etwa, wie man so schön sagt, eine psychosomatische Erkrankung. Das ist viel zu global und sagt eigentlich, wenn man wissenschaftlich den Begriff betrachtet, nichts aus, weil es gibt de facto keine Erkrankung, wo nicht körperliche oder psychische Prozesse eine Rolle spielen, sondern bei ihr hat der Stress so verschiedene oder so viele Unterschiede in der Hirnantwort hervorgerufen, dass sämtliche Schmerzhemmungsprozesse ausgeschaltet worden sind. Ja? Das heißt, sie musste wieder trainieren, ihre Hemmungsprozesse im Gehirn wiederzubekommen durch bestimmte Neurofeedback, Biofeedback-Methoden und durch Gespräche, die sie befähigten, sich dieser Aufgabe jetzt schon mit dem Studium zu beginnen und mit Studenten gemeinsam zu studieren, die 4, 5 Jahre älter sind. Und Sie wissen ja selber noch, wenn man 14 ist, da sind 4, 5 Jahre, ist da ein gewaltiger Unterschied. Ja, das ändert sich dann mit zunehmendem Alter. Dass also sozusagen hier ein Reifeprozess im sozialen Bereich vollzogen werden musste, der weit über ihr biologisches Alter hinausging. Und das spielte eine große Rolle hinsichtlich der emotionalen Beeinträchtigung ihrer Schmerzerkrankung. Das bedeutet also, wenn der Patient zum Beispiel sagen würde, ach, das ist zwar eine Krankheit, aber das kriege ich eigentlich wieder selber hin, indem ich, meinetwegen nehmen wir mal einen simplen Infekt, mir einen Ginger-Tee koche oder mir bestimmte Wickel mache oder das wird schon alles wieder. Ja? Oder kürzlich kam eine Studentin, die jetzt gerade im 5. Studienjahr ist und die kurz vor der großen ärztlichen Prüfung steht und hatte vorher in der Klinik gearbeitet, wo Patienten mit Pneumokokken waren und Lungenentzündung und entwickelte hohes Fieber. Und ihre erste Angst war, oh Gott, hoffentlich habe ich nicht eine bakterielle Meningitis entwickelt. Typische Situation für den armen Medizinstudenten, weil sie sind komplett mit so vielen Symptomen konfrontiert, dass sie sozusagen Schwierigkeiten haben, sich nicht sozusagen vor der Suggestion schützen zu können. Ja? So, das heißt also, hier muss ich gucken, wie kann ich jetzt meine Angst abbauen, die vollkommen verständlich ist, weil Suggestibilität ist nichts weiter als ein Hinweis für eine hohe Emotionalität, die sie dringend in ihrem Beruf brauchen. Ja, aber aufgrund dieser Suggestibilität kann man manchmal in Stresszustände kommen, die einem echt zu schaffen machen. Ja, letzten Endes hat sich dann als ein etwas nicht so ganz leichter Virusinfekt entpuppt. Ja, so, und nicht als eine Meningitis, die sie sozusagen ihre Prüfung nicht machen ließ. Aber es war erstmal eine ziemlich schwierige Stresssituation, über die man hinwegkommen musste. Das heißt also, man kann dann entscheiden, kriege ich das selbst wieder weg oder brauche ich die ärztliche Untersuchung? Wenn jetzt die ärztliche Untersuchung gegeben wird, ist dann die Frage, ist das jetzt eine organische Erkrankung oder sind die psychischen Anteile höher? Hier ist dann wieder die Frage, inwiefern, was denkt denn der Patient selber? Ja, was spielt denn eine Rolle? Und da, genau da kommt dann die Frage der Laientheorie. Ja, was sind Laientheorien? Laientheorien sind nicht etwa falsche Annahmen oder falsche Theorien, sondern Laientheorien erzählen uns etwas über die Alltagsvorstellung, die sich Personen über Krankheitsursachen bilden. Beispiele für Laientheorien habe ich hier mal aufgezeichnet und das sind im Prinzip die Beispiele, die ich in den jahrelangen Arbeit mit den Patienten oft erfahren habe und vielleicht der eine oder andere, wenn das Gespräch intensiv war, das Anamnesegespräch, das Sie durchgeführt haben, vielleicht auch gehört haben. Ja, da hatten wir zum Beispiel einen jungen Bechterew-Patienten, 28 Jahre, der ursprünglich Leistungssportler war und der dann mit 18 Jahren seinen Morbus Bechterew entwickelt hat. Das ist eine entzündliche Wirbelsäulenerkrankung, die, wenn bestimmte physiotherapeutische Übungen nicht konsequent durchgeführt werden und die sind schmerzhaft, eben halt diesen Rundrücken entwickeln.
Ja, und dann eben unter diesen Versteifungen der Wirbelkörper, die entzündungsbedingt sind, leiden. Ja. So, und dieser junge Mann, der sagt, na, ich schreie immer hier, wenn es irgendwie um Pech geht. Ja. Wahrscheinlich habe ich irgendwann mal was falsch gemacht und das ist eben die Strafe Gottes. Ja, so. Daraufhin fragten wir ihn, ob er denn sehr religiös sei. Er sagte, nein, ich bin überhaupt nicht religiös, aber ich kann mir einfach nicht erklären, wieso ich immer so viel Pech habe. Ja, wieso kommt das dazu? Das kann doch nur sozusagen von einem höheren Wesen bedingt sein. So, jetzt kann man natürlich sich daneben stellen, als vielleicht jemand, der nicht religiös ist, lächeln und sagen, na, so ein Dummsinn. Ja, dann werden sie mit dem Patienten nicht mehr reden können. Ja, oder sie stellen sich sozusagen direkt neben ihn, so wie wir das in diesem kleinen Video über Empathie und Sympathie gesehen haben, und hinterfragen, welche Strafe sollte denn das sein und warum sollte denn die Strafe gegeben worden sein? Ja, so, als würden sie ihm glauben, dass es diese Strafe Gottes gäbe. Ja, ich spreche jetzt von dem Fall, dass jemand nicht religiös ist. Wenn man religiös ist, sieht man die Sache noch ein bisschen anders. Aber für den Fall, dass es eben nicht so wäre. So, und genau das haben wir dann auch gemacht. Und dann stellte sich heraus, dass also der junge Mann etwas in einer Partnerschaft gemacht hat, was nun nicht gerade sehr ehrenrührig war. Und worunter er aber litt, ja, wo er also sozusagen ein schlechtes Gewissen entwickelt hat, dass er seine Partnerin so derartig schlecht behandelt hatte, dass die also keine andere Möglichkeit hatte, als die Partnerschaft zu verlassen. Das hat eigentlich, denkt man vom Naturwissenschaftlichen, doch überhaupt gar nichts mit dem Bechterew zu tun, mit diesen schwierigen Prozessen des Immunsystems, die durchlaufen werden, ja, dass es zu einer sogenannten Überaktivität kommt. Und da muss ich Ihnen widersprechen und muss sagen, das ist nicht wahr. In dem Moment, wo ein Mensch massiv unter Schuldgefühlen leidet, ja, so wie Menschen, die vielleicht als Soldaten in die Situation kamen, anderen Menschen das Leben zu nehmen, und dann später, wenn sie wieder in den normalen Alltag zurückkommen, unter massiven Schuldgefühlen leiden, diese Schuldgefühle sind geeignet, sogenannte psychoneuroimmunologische Prozesse hervorzurufen, die eine Krankheit massiv verstärken können. Ja, wir sehen das zum Beispiel daran, an solchen Beispielen, Patientin entwickelt eine rheumatoide Arthritis, das ist ein entzündliches Rheuma an den Fingergrundgelenken, und hat 3 Monate vorher ihren Sohn beim Autounfall verloren. Ja? So, das heißt also ein schwerer Verlust, der damit einherging, dass sich die Frau Vorwürfe machte, dass sie den Jungen eben halt zu dieser späten Stunde vielleicht gebeten hat, noch zum Supermarkt zu fahren und irgendwie Milch zu holen. Ja? So. Und dieses Schuldgefühl, wenn das sozusagen durch unsere Interaktion, durch unsere Gespräche nicht in irgendeiner Form beeinflusst wird, kann Medikamentenwirkungen massiv beeinflussen. Ja? Oder ich hatte schon immer Pech, war immer der Prügelknabe zu Hause und nun macht das Leben mit mir so weiter. Was für eine Emotion wird da transportiert? Hier sagt jemand, ich bin immer das Opfer. Ja, und solange sich der Patient in der Opferhaltung befindet, und Sie werden, jeder, der schon mal irgendwie einen schweren Infekt hat, wird mir recht geben, dass man sich da wirklich als Opfer fühlt. Ja? Also man liegt da im Bett und will sich überhaupt nicht mehr bewegen, alles tut nur noch weh und man kann sich gar nicht vorstellen, dass es einmal irgendwann wieder besser geht. Ja, so. Und nun stellen Sie sich vor, nun hat da jemand eine chronische Erkrankung. Ja, war vielleicht bis zu seinem 25. Lebensjahr völlig in seinem normalen Alltag integriert, hat vielleicht viel Sport gemacht, hat es auch geliebt, Sport zu machen. Und dann plötzlich reißt ihn die Krankheit raus und er muss was völlig von vorn beginnen. Ja? Oder ich erinnere an eine andere Patientin, die hatte ursprünglich Musik studiert, und um Musik studieren zu können, muss man ja sehr früh, meistens zwischen dem 4. und 6. Lebensjahr beginnen, das Instrument zu erlernen, hat also ihr ganzes Leben darauf verwandt und hat auch war sehr gut und wurde in Berlin in der Komischen Oper gleich unmittelbar nach Beendigung des Studiums angestellt, entwickelte diese rheumatoide Arthritis und konnte diesen Beruf nicht mehr ausführen. Ja, dass diese Person dann glaubt, sie ist in der Opferhaltung, ist einfach verständlich. Ja? So, das heißt also, dieser Satz ist nicht einfach nur so, ja, die glaubt eben, die ist ein Opfer, und man steht so distanziert daneben, tut mir ja leid, das wäre die Sympathie,
Ja? Die Empathie wäre, was können wir denn jetzt tun, damit sie Mittel und Wege findet, neue Akzente in ihr Leben zu bringen. Akzente, die genauso ihre Begeisterung wieder wecken können, wie es vorher die Musik war oder wie es vorher der Sport war. Ja? So, und in dem ganz konkreten Fall hatten wir das dann auch geschafft. Er hat dann noch ein weiteres Studium gemacht als Musiktherapeutin und das hat den Krankheitsverlauf zumindest verbessert. Ja? Eine Heilung, davon kann man ja dann nicht mehr ausgehen bei solchen chronischen Erkrankungen, aber zumindest positiv beeinflusst. Und was noch viel wichtiger ist, die Patientin wusste, sie kann damit leben. Ja, was also letzten Endes das eigentliche Kriterium ist. Ja, so. Und insofern spielen Laientheorien eine unwahrscheinlich große Rolle, was den Krankheitsprozess anbetrifft und auch was die Entscheidung anbetrifft, ob jemand zum Arzt geht oder nicht. Diese Grafik, die Sie ja sehen, habe ich mit reingenommen, weil sie manchmal im Physikum mit abgefragt wird. Ich möchte aber ihr kritisches Bewusstsein schulen. Hier ist noch die Unterscheidung in organische und keine organische Erkrankung. Hier ist noch die Unterscheidung in keine organische Erkrankung ist entweder eine Beruhigung, das ist in Ordnung, oder eine somatoforme Störung. Und somatoform bedeutet eine Erkrankung ohne körperliche Ursachen. Und wir wissen aber aus naturwissenschaftlichen, insbesondere aus neurowissenschaftlichen Studien, dass das eigentlich nicht existiert. Ja? Also ein Mensch kann, wenn er sagt, er hat Schmerzen, den Schmerz nur empfinden, wenn bestimmte Veränderungen in den Hirnantworten passiert sind, aufgrund von Lernprozessen. Ne? Das heißt also, unser Körper, ja, ist in der Lage, genauso wie das Gedächtnis, zu lernen. Ja, durch klassische Konditionierung, durch operante Konditionierung. Ein Beispiel zum, möchte ich geben, wir haben die Situation, wenn wir unsere Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen mit Cortison behandeln, dass wir in den Cortisonhaushalt des Körpers eingreifen. Und vielleicht haben Sie schon in den Vorlesungen gehört, dass die Cortisonproduktion insbesondere immer in den frühen Morgenstunden passiert, also zwischen 5 und 7. Ja. Das heißt also, wenn der Patient in dem Moment das Medikament Cortison nimmt, greift er sozusagen in den Haushalt direkt ein. Die Reaktion des Körpers ist, dass der Körper lernt und sagt, na, dann brauche ich ja nichts mehr zu produzieren. Und in der früheren Zeit war es so, als man noch froh war, dass man das Cortison überhaupt als Medikament entdeckt hatte, dass man den Patienten das immer gegeben hat, ohne darauf zu achten, wann die das einnehmen. Und dann kam es zu der Situation, dass sie in eine Nierenrindeninsuffizienz kamen, weil die Nebenniere gelernt hat, nicht mehr zu reagieren und verstorben sind daran, obwohl sie mit Cortison behandelt worden sind. Ja, ist das verständlich, was ich sagen will? Das heißt, das Medikament hat den normalen oder den physiologischen, wie man sagt, ja, den physiologischen Mechanismus verändert. Und zwar so verändert, dass ein Organ sozusagen die Produktion eingestellt hat. Ja, so, und das bedeutet, dass man genau hingucken muss, wie sind die Mechanismen. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass Sie diese ganzen Grundlagen, auch wenn das so ungeheuer viel ist, was Sie da lernen müssen, eben für sich bunkern, weil das hilft Ihnen später, um zu begreifen, wann ich welchem Patient das Medikament geben kann und wem ich das lieber nicht geben soll. Oder wir kennen aus der Schmerzforschung zum Beispiel Schmerztherapie, wenn Patienten Opiate bekommen, dann entwickeln sie eine ungeheure Toleranz. Ja, das heißt, die haben sehr hohe Schmerzschwellen und sehr hohe Toleranzschwellen, aber sie haben auch starke Schmerzen. So, das heißt, das Opiat, was an bestimmten Rezeptoren ansetzt, führt zu einer Irritierung des Körpers. Es führt dazu, dass das Gehirn glaubt, mehr aushalten zu können, aber eigentlich den Schmerz stark empfindet. Ja? Der physiologische Prozess ist geringe Schmerzschwelle, starker Schmerz. Schaffe ich das durch eine Therapie, die Schmerzschwelle zu erhöhen, empfindet der Patient weniger Schmerz. Ja? Wenn der jetzt schon mit einer hohen Schwelle kommt, aufgrund dieses Opiats, habe ich keine Chance, den zu behandeln. Ja? So, aus diesen Erkenntnissen heraus wissen wir, dass das Opiat entweder in der Finalphase gegeben wird, ja, oder für eine akute Behandlung. Ja? Aber niemals chronisch. Ja, so, das ist jetzt eine Erkenntnis, die ist ungefähr 5 Jahre alt.
und wir können wahrscheinlich plus 15 rechnen, bis sich das sozusagen in die Praxis komplett umgesetzt hat. Ja? Aber ich will Sie daraufhin sensibilisieren, zu sehen, Medikamente primär sind sehr hilfreich, aber wir müssen gucken, wann wir und wem wir die Medikamente geben. Ja? Und damit werden wir uns auch in vielen Einzelthemen dann auch hier in den Vorlesungen weiter beschäftigen. So, und deswegen bin ich ein bisschen dagegen, zu unterteilen zwischen organische und keine organische Erkrankung. Ja, Sie können sich ja Ihr eigenes Urteil bilden. Wenn sozusagen jetzt andere psychische Störungen vorliegen, wie Depression und Angst, sind Sie zwar in der Situation, die zu erkennen, aber Sie können sie meistens nicht aufgrund des, Ihrer Aufgabe, die Sie haben, behandeln. Aber Sie haben die Möglichkeit, dann mit Psychotherapeuten in Beziehung zu treten und sozusagen eine gemeinsame Behandlung anzustreben. Und das wird eigentlich immer häufiger. Ja, also dieses Konzept der multimodalen Behandlung setzt sich auch immer mehr durch. So, was sind jetzt die Schwierigkeiten in der Diagnostik? Ein Punkt ist, Angst und Depressionen zu erkennen. Zum Beispiel berichten uns oft unsere Kollegen aus der Rettung, dass sie gerufen werden, und zwar in einer ungeheuer hohen Anzahl, mit Verdacht auf Infarkt, und es war eine Angst. Eine sogenannte Fachbegriff ist Tetanie. Ja. Was meinen Sie denn, wie viel Prozent das ist, was die Kollegen aus der Rettung da erleben? Was schätzen Sie denn so? Einfach ein paar Zahlen. Hat jemand von Ihnen im Rettungsdienst gearbeitet? Ja, aha, okay. Was sind Ihre Erfahrungen? Mhm. Haben Sie jetzt eine Zahl? Ich habe die Zahl nicht gehört. 50%, genau, das ist korrekt. Ja, also man, es gibt Studien, die sagen, zu 52% wird sozusagen der Rettungsdienst gerufen mit Verdacht auf Infarkt, und es sind aber nicht, es ist aber kein Infarkt, sondern es ist eine Angststörung. Ja, das heißt eine Tetanie, das heißt also Kribbeln in den Händen, ja, in den Füßen, schwere Atemnot, ja, Schmerzen in der Brust. Ja, so, und das genau ist das Problem, wie man bestimmte Störungen verkennen kann, ja, weil sich bestimmte Symptome so ähneln. Ja, also eine schwere Angststörung oder eine Panikattacke ähnelt sich in den Symptomen mit dem Infarkt so, also fast deckungsgleich, dass uns nur noch bestimmte technische Hilfsmittel helfen, wie zum Beispiel, dass ich bestimmte Enzyme bestimme, ne, um herauszufinden, ist das jetzt ein Infarkt oder ist es eine Angststörung. Ja? Und da können Sie sich vorstellen, wenn also jetzt ein Patient das öfter erlebt, ja, dann kommt er praktisch in die Situation, dass er sieht, okay, er hatte jetzt also meinetwegen 12-mal den Rettungsdienst gerufen und jedes Mal war das eine Angststörung, dass er nach und nach natürlich an sich zweifelt. Auf der anderen Seite hat er aber wiederum die Angst, dass es vielleicht wirklich mal ein Infarkt ist. Ja? So, das heißt also, wir müssen immer einkalkulieren, dass immer beide Seiten betroffen sein können und können das durch geschicktes Fragen auch herausfinden, ja, wie der Patient sich fühlt, was vorher passiert ist, ja, was er machen würde, wenn jetzt meinetwegen die Bezugsperson nicht mehr da wäre und. Die Gründe für die Ängste haben oftmals gar nichts mit der Körperlichkeit zu tun, sondern eher, dass sie Verlustängste haben, dass irgendwas passiert, den Arbeitsplatz verlieren oder den Partner verlieren. Ja? Und was dann sozusagen diese Panikattacken hervorrufen kann. Und daher ist es günstig, wenn Sie sozusagen diese Skills, über die wir vorhin gesprochen haben, trainieren, um eben durch eine gute Diagnostik zu erkennen, ob es sich eher um einen Infarkt handelt oder ob es sich um eine Angst handelt. Ja? Oder was die Depression anbetrifft. Kürzlich hatten wir die Situation, dass jemand
in die Rettungsambulanz kam und sagte, sie kann schon seit einigen Tagen nicht mehr aufstehen, die Beine sind so schlapp und es ist so wie so eine Lähmung. Der dortige Arzt war neurologisch ausgebildet und tippte erstmal auf eine Multiple Sklerose und es wurde eine wahnsinnige Diagnostik gemacht und letzten Endes stellte sich raus, die Frau hatte eine schwere Depression. Ja, so, weil das Problem ist, dass eben so deckungsgleiche Symptome sind und da würden wir Ihnen gerne helfen, diese Fähigkeiten zu erringen, zu erkennen, ja, wann sozusagen man eher von der Angst oder einer Depression spricht, beziehungsweise von Erkrankungen mit anderen Symptomen. Wenn jetzt sozusagen das nicht erkannt wird, besteht die Gefahr der Iatrogenisierung. Die Iatrogenisierung ist ein Fachbegriff, der bedeutet, dass der Patient kränker gemacht wurde durch die Behandlung von Seiten des Arztes, des Pflegepersonals, der Therapeuten. Ja, zum Beispiel diese junge angehende Kollegin, wo ich sagte, die Angst hatte, sie kriegt eine bakterielle Meningitis, war kurz vorher bei ihrer Hausärztin und die Hausärztin sagte, naja, also wenn das jetzt nicht zurückgeht, das Fieber, dann müssen wir morgen eine Lumbalpunktion machen, das ist ja vollkommen klar. Ne? So, hätte diese Kollegin jetzt zu ihr gesagt, wir wollen das mal abwarten, also klar mit den Pneumokokken, das ist eine sehr unangenehme Sache, aber wenn es wirklich eine bakterielle Meningitis wäre, dann könnten Sie hier nicht mehr vor mir stehen, dann passiert das in Minuten, dass Sie sozusagen flach liegen und nichts geht mehr, also nun mal Ruhe bewahren und das wird wahrscheinlich ein Virusinfekt. Ja, so, dann wäre die vollkommen in Ruhe gewesen. Ja. Aber durch diese Aussage, also wenn wir jetzt, wenn das Fieber nicht zurückgeht, was ja schon wieder so einen suggestiven Effekt hat, ne, dann müssen wir eine Lumbalpunktion machen, ist natürlich da wirklich Schaden angerichtet worden und das wäre ein Beispiel für eine Iatrogenisierung. Ist das verständlich? Ja. Die Kollegin meinte das natürlich gut, die wollte sehr vorsichtig sein. Ja. So, aber egal, was die Intention war, in dem Moment war ein Schaden angerichtet worden. Ja? So, und zwar einer, den man wieder rückgängig machen konnte, da gibt es noch ganz andere Beispiele, aber Iatrogenisierung bedeutet, wir können durch zum Beispiel eine übermäßige Diagnostik dem Patienten in Angst und Schrecken versetzen und damit schaden. Ja? So, dann eine weitere Schwierigkeit im ärztlichen Gespräch ist ungefähr genau das Gegenteil, und zwar die Dissimulation, das verzögerte Hilfesuchen. Wenn wir uns zur Persönlichkeit dann noch beschäftigen werden, werde ich Ihnen Patienten vorstellen oder Patientenbeispiele vorstellen, wo das ganz deutlich wird. So viel soll nur gesagt sein, wir haben in der Kardiologie häufig das Problem, dass unsere Patienten, die mit Infarkt zu uns kommen, viel zu spät kommen. Ja, so, das heißt, dass dort ein bestimmtes Krankheitsverhalten praktiziert wird, was dem Arzt, der Ärztin es ungeheuer schwer macht, eine gute Diagnostik zu vollführen. Ja? Dahinter steht so die Einstellung, naja, also meine Frau hat gesagt, ich soll mal vorbeikommen. Ja gut, ich kann eben nur noch 3 Treppen laufen und sie meint, das wäre wohl nicht so in Ordnung. Ja, da hat ihre Frau recht. Ja, naja, aber das ist alles übertrieben, dann laufe ich eben 3 Treppen und dann stoppe ich eben. So, dann, wenn ein Mensch mit dieser Einstellung kommt und jetzt versucht, also dieser arme Arzt, ihm irgendwie klarzumachen, er muss operiert werden. Ja? Er braucht vielleicht 1 oder 2 Stents, damit er sozusagen wieder ordentlich arbeiten kann. Hat er echt Schwierigkeiten. Ja? Weil diese Dissimulation, also das Herunterspielen, das ist oft eine Frage im Physikum, ja? Dieses Herunterspielen von Krankheitssymptomen, ja, macht uns die Arbeit wirklich schwer. Ja, und ich weiß von etlichen meiner ärztlichen Kollegen, dass die vor solchen Patienten wirklich Angst haben. Ja, weil man kann ganz schnell sozusagen diagnostische Fehler machen, einfach weil man nicht alle Symptome bekommt. Ja, und da gibt es eigentlich nur einen Weg. Man muss, wenn man den Patienten motivieren will zur weiteren Diagnostik oder auch zur Therapie, alles versuchen, so positiv wie möglich zu formulieren. Ja, also nicht eine umfangreiche Aufklärung, wie jetzt sozusagen die Herzoperation erfolgt, sondern eher, na, nach der Herzoperation können Sie dann bestimmt 4 oder 5 Stufen steigen. Wäre doch nicht schlecht, wenn Sie wieder auf die Leiter könnten, oder?
Ja, so. Das heißt also, ich gehe wieder auf den Gedanken des Patienten ein. Ja, völlig abstrahiert von mir selber. Ja, mir würde es niemals reichen mit 3 Stufen. Wie soll ich denn hier hochkommen? Ja, in die Vorlesung. Ja, so, also, aber ich bin in dem Moment nicht wichtig, sondern ich stelle mich auf diesen Patienten ein und versuche sozusagen, ihn dort abzuholen, wo er gerade steht, mit seiner im Moment gegebenen Einstellung. Ja, so, und das ist dieser Unterschied zwischen Empathie und Sympathie, der viel Wissen im Hintergrund benötigt, um ihn sozusagen auch umsetzen zu können. Ja, und da schließt sich der Kreis, weshalb wir auf der einen Seite dieses praktische Training mit Ihnen gemeinsam durchführen wollen und auf der anderen Seite Ihnen auch noch einiges an theoretischem Wissen mitgeben wollen. So, das sind diese 2 Schwierigkeiten in der Diagnostik, also das heißt einmal Dissimulation und einmal die Verkennung von Angst und Depressionen. Was sind nun die Motive, warum ein Patient überhaupt die ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt? Da haben wir also zum einen die subjektive Gesundheit, das heißt das, was der Patient selber als Gesundheit für sich interpretiert. Da haben wir auch die subjektiv eingeschätzte Ernsthaftigkeit der Symptome, was, wenn Sie jetzt wieder an diesen Begriff der Dissimulation denken, wirklich interindividuell äußerst unterschiedlich ist. Da haben wir die emotionalen Einflussfaktoren. Das heißt also, wenn zum Beispiel Patienten schon aus anderen Gründen in eine gewisse Instabilität gekommen sind und jetzt kommen auch noch körperliche Symptome dazu, dann sind sie eher bereit, die ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja? Also auch hier wieder beide Seiten sind notwendig, um die abzudecken. Und es ist auch die Einstellung gegenüber Ärzten. Ja? Wir müssen mehr und mehr uns gegen diese Verurteilung wenden, dass wir nur Geld machen wollen. Ja? Und ich könnte jedes Mal vor Wut platzen, ehrlich gesagt, wenn irgendwelche Berichte in der Skandalpresse erscheinen. Ja? Weil natürlich würde es, wie es in jedem Bereich gibt, auch Leute geben, die nun versuchen, die Krankheit des anderen zur Geldmaschine zu machen. Aber es gibt eben die Mehrzahl, über 70% unserer Kollegen, die eher versuchen, wirklich hilfreich zu sein, um eben halt teilen oder zumindest verbessern zu können. Und da heißt es aber, wenn man weiß, dass manche Patienten vielleicht befürchten, dass sie ausgenutzt werden, dass man das verbalisiert, ja, dass man das zum Ausdruck bringt. Haben Sie die Angst, dass? Ja, gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie glauben, ich will Ihnen die Diagnostik nur geben, damit ich das und das Geld kriege? Ja, und das heißt auch hier wieder die Empathie verwenden, um mich auf den anderen einzustellen und ihm die Angst zu nehmen, dass er ausgenutzt wird. Ja, und erst dann ist derjenige auch in der Lage, sich sozusagen vertrauensvoll an sie zu wenden. Das Geschlecht spielt eine Rolle. Frauen sind viel eher bereit, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen als Männer. Ja, also wir haben einfach hier die Schwierigkeit, dass das von Kindheit geübte Rollenbild, der starke Mann, sozusagen unterlaufen wird oder untergraben werden könnte, wenn er sozusagen Hilfe von einer Ärztin oder einem Arzt in Anspruch nimmt. Auch hier kann man das verbalisieren und kann sagen, haben Sie das Gefühl, ich würde Sie nicht respektieren, ja? Also um es auf den Punkt zu bringen. Ne? So. Und schon wird der Patient Argumente finden, dass er sich respektiert fühlt. Ja, das heißt also immer in dem Moment das zum Ausdruck zu bringen mit dem Wissen, ja, was Sie jetzt hier bekommen, führt dazu, dass der Patient sich bei Ihnen aufgehoben und verstanden fühlt und dann werden Sie auch die Informationen, die diagnostischen Informationen bekommen, die Sie brauchen, um eine ordentliche Diagnose durchzuführen oder ihn auch beeinflussen können bei der Therapie. Ich hatte mal die Gelegenheit, das ist mehr so eine lustige Begebenheit, etwas zu erleben von der Arzt-Patienten-Interaktion, die also sehr speziell war. Wir haben einen Oberarzt in der Rheumaklinik gehabt, der schon seit über 30 Jahren im Beruf tätig war, sehr empathisch war und irgendwie immer so der Fels in der Brandung. Und es war ein Patient, der eine Diagnose mit einer Infaustenprognose erhalten musste und der Oberarzt wollte mit ihm sprechen. Nun hat der Patient schon aus den ganzen Voruntersuchungen geschlussfolgert, dass es wohl nicht nur ein Schnupfen ist, wie er sich ausdrückte. Er gehörte so zu der Gruppe, die so eher ein bisschen einfacher strukturiert sind und die das Leben so versuchten zu nehmen, wie es ist.
Der Oberarzt bat mich dann, bei dem Gespräch mit anwesend zu sein, und das Gespräch lief ungefähr so. Ja, ja, na kommen Sie mal rein. Ja, ja, willst du einen Cognac? Ja, ich wurde gar nicht gefragt. Okay, so, dann, ja, also, Befunde sind da. Ja, schöner Mist. Ja, ist echt schwer. Ja, willst du noch einen Cognac? Okay. Tja, hab mir schon sowas gedacht. Ja, naja, meine Telefonnummer, hast ja meine Telefonnummer. Naja, okay. So ging das noch eine ganze Weile hin und her. Und dann hieß es, hast mir wirklich geholfen? Und dann ist er gegangen. Ja, so. Und der war ehrlich. Ja, so für mich war das eine Situation, so, ja, wo du dachtest, das ist doch sehr speziell jetzt. Ja, so. Und der Oberarzt war wirklich auch in diesem Gespräch drin. Also das war jetzt nicht irgendwie sowas, was er so jeden Tag macht oder so, sondern er war voll mit drin und er wusste, mit diesen Menschen brauche ich keine Einzelheiten, keine großartigen diagnostischen Parameter diskutieren, sondern ich habe für ihn da zu sein. Ja? Mehr nicht. Und das war schon alles, was der Patient brauchte, und das war sehr viel in der Situation. Ja? So, und das ist so ein wunderbares Beispiel, ja, wie eine Arzt-Patienten-Interaktion laufen kann und wo dann der Patient sich nicht sozusagen als Opfer fühlen musste, ja, sondern voll verstanden und auch das Problem des Patienten als voll respektiert und verstanden erkannt wurde. Ja. Der Bildungsstand spielt eine Rolle, dass natürlich jemand, der wesentlich höher gebildet ist, schon eher über Symptome Bescheid weiß und diese Symptome eher erkennt. Also wir haben etliche Studien im internationalen Rahmen vor allen Dingen, wo gezeigt wird, dass Krankheiten in schweren Krankheitsverlauf haben, in Abhängigkeit vom sozialen Status. Und das hat zum einen was mit dem Wissen zu tun und zum anderen natürlich mit den ökonomischen Möglichkeiten. Das ist in unserem Land nicht ganz so gravierend, weil wir Gott sei Dank ein sehr gutes Gesundheitssystem und ein sehr gutes Kassensystem haben. Aber in anderen Ländern wie in den USA zum Beispiel hat das echt gravierende Auswirkungen. Also die sind sehr schmerzhaft. Dann auch Vorerfahrungen mit Krankheiten und der Medizin. Ja, wenn jemand zum Beispiel, wir hatten jetzt vor kurzem einen sehr schweren Fall auf der Neurologie mit einem sehr seltenen Krankheitsbild, das nennt sich SP-Syndrom, Stiffness Person, und das bedeutet, diese Krankheit geht damit einher, dass eine absolute Reduktion der GABA-Produktion eingesetzt hat und führt dazu, dass sich der gesamte Körper versteift. Und diese Versteifung ist so intensiv, dass Lebensgefahr besteht, weil der Patient einfach nicht mehr atmen kann. Ja. So, und die junge Frau, die bei uns war, die hatte schon mal so eine Attacke, die kam aus Japan, und hatte zu diesem Zweck anderthalb Jahre in der Klinik verbracht in Japan mit 16 Operationen, weil durch diese Versteifung der Muskulatur dann eine Verkürzung einhergeht. Das geht ja sehr schnell, innerhalb von 2-3 Tagen ist der Muskel verkürzt und führt dann dazu, dass also durch die Operation sozusagen wieder eine Funktionsfähigkeit des Muskels hergestellt werden kann. Und sobald sie auch nur über diese Situation nachdenkte, reagierte sie traumatisiert. Ja? Und als wir ihr lebenserhaltende Maßnahmen vorschlugen, lehnte sie ab. Ja? Weil das wollte sie nicht nochmal erleben. Ja? Und das müssen wir respektieren. Ja? Das sind ihre Vorerfahrungen, wir haben die nicht. Wir stehen auf der ganz anderen Seite. Und wenn der Patient diese Erfahrung hat und weiß, was da alles so passieren kann, dann hat er auch das Recht, uns diese Entscheidung so mitzuteilen. Ja, es gibt natürlich auch positive Vorerfahrungen, ne, das ist auch weitaus häufiger, sodass also zum Beispiel die Dermatologen berichten uns oft, dass der Patient noch eher weiß, welche Salbe in welcher Konzentration hilfreich ist, als es der Hautarzt selber bestimmen kann. Ja. Und so ist das eine ganz klare
Interaktion, die auf einer hohen Gleichberechtigung basiert, weil der Hautarzt weiß, der Patient ist hier der Experte seiner Krankheit. Und der kann mir sagen, was er braucht, und ich kann es ihm aufschreiben und kann gucken, ob das mit den Nebenwirkungen oder anderen Problemen verträglich ist. Ja. So. Und das spielt also alles eine Rolle, denn natürlich auch die Erreichbarkeit des Arztes, was ja in unserem Land jetzt insbesondere durch eine ziemlich hohe Land-Stadt-Diskrepanz zum Ausdruck kommt. Davon haben Sie ja bestimmt auch gehört, wo man jetzt mehr und mehr versucht, auch die Möglichkeiten zu verbessern, wenn man als Arzt auf dem Land arbeitet. Es spielen Kosten eine Rolle, finanzielle Zuzahlung und natürlich auch der Arbeitsmarkt. Ne? Wenn jemand Angst hat, die Arbeit zu verlieren, wenn er sozusagen krankgeschrieben wird, wird er nicht zum Arzt gehen. Ja, oder kommt dann wesentlich später. Und auch hier gibt es ganz interessante Untersuchungen. 2011 zum Beispiel wurde eine Studie abgeschlossen, die von der Health Science aus Australien geleitet wurde. Und die wurde in 7 verschiedenen Ländern durchgeführt. Eins davon war Deutschland. Und man hat herausgefunden, dass diese Möglichkeit, die wir haben, 6 Wochen krankgeschrieben zu werden, ohne den Job sozusagen zu verlieren oder ohne massive finanzielle Einbußen zu haben, dazu führt, dass das Gesundheitslevel wesentlich höher ist als in den anderen Ländern. Die anderen Länder waren USA, Australien, Frankreich, Italien und dann noch irgendein Land aus Südamerika. Und das führt also dazu, und dann haben die aber gesehen, dass eigentlich diese Zeit der Inanspruchnahme von den 6 Wochen gar nicht so übermäßig häufig erfolgt ist. So, das heißt, nur das Wissen, du könntest es in Anspruch nehmen, ja, du könntest was für dich tun, wenn du krank bist, führt alleine schon zu einem höheren Gesundheitsverhalten und damit zu einem niedrigeren Krankenstand und auch zu einem besseren Gesundungsniveau. Das ist interessant, ne? Alleine die Möglichkeit, das zu haben, war eine sehr, sehr gute Studie. So, das zu dem Thema. Dann gehen wir weiter. Was sind jetzt die Motive für die Inanspruchnahme alternativer Heilkunde? Das ist auch wichtig. Ja. Hier spielt also auch wieder das Geschlecht eine Rolle, also Frauen sind eher bereit, alternative Heilkunde in Anspruch zu nehmen, auch Menschen, die ein höheres Bildungsniveau haben. Oftmals sind es auch Menschen, die ein sehr ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein haben, die höhere körperliche und psychische Belastungen erleiden. Meistens sind es auch Menschen, die eine chronische Erkrankung haben, und wo die Überzeugung existiert, dass Naturheilmedizin eher die sanfte Medizin ist. Menschen, die ein ausgeprägtes Kommunikationsbedürfnis haben. Und wir haben hier einen wichtigen Fakt, der unbedingt berücksichtigt werden musste in der Beurteilung der Wertigkeit der alternativen Heilmedizin. Ich glaube, ich muss jetzt nicht noch ausführen, dass wir derzeit noch nicht ausreichend genügend wissenschaftliche Beweise über die Wirksamkeit haben. Ja, wir haben klinische Erfahrung, aber wir haben noch nicht ausreichend wissenschaftliche Beweise. Und trotzdem sehen wir aber, dass immerhin 75% in der Studie von 2004 diese Alternativmedizin in Anspruch genommen haben. Ja, aus der Hoffnung heraus, das wäre die sanfte Medizin, die würde nicht schaden, so wie die medikamentöse Behandlung, die immer gegen etwas geht. Ja, und natürlich ist es so, wenn der Mensch erstmal in der Lage ist, aufgrund der chronischen Erkrankung so viel Medikamente zu nehmen, dass das einer Mahlzeit gleicht. Ja, also unsere Rheumapatienten, die haben also meistens, um eben halt die einzelnen Symptome und Nebenwirkungen mitzubehandeln, so circa 12 bis 15 Tabletten am Morgen einnehmen müssen, also wirklich eine Handvoll, ja, dass die den Wunsch haben, da rauszukommen und eher versuchen, sich sozusagen alternativ behandeln zu lassen, ist nur verständlich. Ja. Nun würde es aber, wenn wir wieder auf unser Sympathie-Empathie-Konzept zurückgehen,
fatal sein, wenn wir einfach sagen, um Gottes Willen, mach das bloß nicht, das ist ganz schlecht, weil der Mensch macht meistens das Gegenteil von dem, was ihm verboten wird, ne? Also das ist so fast immer die Regel. Also muss man gucken, wie man mit dem Menschen redet, um sozusagen beide Bedürfnisse, die ja verständlich sind, unter einen Hut zu bringen. Ja? So, wie kann also der Arzt mit dem Patienten über die Notwendigkeit von Naturheilverfahren sprechen? Hier gibt es einige Eckpunkte, die wir dann empfehlen. Zum Beispiel, dass genau überlegt wird, gibt es Belege für die Wirksamkeit und Sicherheit des Verfahrens? Welche Ergebnisse erwartet der Betroffene auch von der alternativen Behandlung? Und wie kann er Literatur über mögliche Risiken des Verfahrens erhalten? Das heißt, hier ist es sehr wichtig, eine Patientenschulung durchzuführen. Und innerhalb der Patientenschulung gibt es also verschiedene Programme, die in den verschiedensten Disziplinen der Medizin erstellt worden sind. Die haben einen bestimmten Rhythmus. Es wird immer eine Folie gegeben, wo der Patient seine Erfahrungen zu einer bestimmten Frage, meinetwegen, was sind die Symptome ihrer Erkrankung, darstellt, und danach wird die Folie gebracht, wie die Experten diese Frage beantworten würden. Und so kann der Patient, wir machen das auch oft in Gruppen, ja, lernen, was sozusagen aus Expertensicht zu seiner Krankheit gehört und was nicht dazu gehört. Das gibt dem Patienten, wie die Studien zur Patientenschulung gezeigt haben, eine hohe Sicherheit im Umgang mit der Erkrankung, weil er besser einschätzen kann, was er von der Erkrankung erwarten bzw. was er befürchten muss, worauf er achten muss und was er tolerieren kann. Ja? Und führt letzten Endes aufgrund dieser Angstreduktion zu einer höheren Aktivität und auch zugleich zu einer besseren Motivation. Ja, Sie können sich das ganz einfach vorstellen, wenn Sie irgendein Symptom haben, meinetwegen Sie bekommen eine Karte von der Frauenärztin geschickt oder vom Frauenarzt geschickt, Sie sollen unmittelbar kommen, sofort kommen. Ja, da ist wahrscheinlich für die wenigsten der Fall, dass man dann einfach so gelassen daneben steht, sondern man zittert, was ist denn jetzt passiert? Ja, was hat die schlechte Befunde oder so? Ja, so. Wenn das sich jetzt so lange hinzieht, wird die Nervosität in der Regel immer höher. Ne? Wird dagegen sofort eine Aufklärung gemacht, wir haben, was weiß ich, einen speziellen Virus gefunden und wir können den mit dem Medikament relativ einfach behandeln, man kann das förmlich schon noch als Vorsorge bezeichnen im weiteren Sinne, dann ist in dem Moment die Angst stark reduziert und die Erregung geht wieder runter. Ja, das heißt also, der Mensch kommt wieder ins Gleichgewicht. Ja, das ist ein ganz triviales Beispiel. Wesentlich komplexer ist es natürlich bei chronischen Erkrankungen. Ne? Da gibt es zum Beispiel ein Krankheitsbild aus der Rheumatologie in Überschneidung mit der Nephrologie, das nennt sich systemischer Lupus erythematodes. Lupus steht für Wolf und ist entstanden, weil die jungen Frauen, als die Krankheit bekommen haben, Veränderungen in der Haut hatten, die wie Wolfsbisse aussahen. Ja? Erythematodes heißt, es gibt eine Erhöhung und eine Errötung der Gesichtshaut, die aussieht wie die Form eines Schmetterlings. Daher haben die Patienten auch so ihren Namen, die Schmetterlingserkrankung. Und systemisch bedeutet, es kann der ganze Körper betroffen sein. Ja? So, und wenn jetzt zum Beispiel die Patienten lernen, wie das im Immunsystem funktioniert, ja, also ich greife jetzt mal bestimmten Vorlesungen aus der Immunologie ein bisschen vor, dass also es nicht einfach nur ein Virus ist, sondern dass es so war, dass sie sich irgendwo eine Infektion zugezogen haben. Diese Infektion sollte durch die Bildung von Antikörpern vernichtet werden. Nun hat aber der Körper den Defekt, die Antikörperproduktion nicht mehr stoppen zu können, selbst dann, wenn das Bakterium oder der Virus schon vernichtet ist, sondern dieser Antikörper sucht sich jetzt im Körper ein anderes sogenanntes Antigen. Und in dem Moment kommt es zu einer Komplexbildung, was wir ein Antigen-Antikörperkomplex nennen. Und dieser Komplex richtet sich sozusagen gegen den eigenen Körper, weil das Antigen irgendwelche Zellen im Körper selber sind. Warum und welcher Patient jetzt welche Erkrankung bekommt, ist noch nicht klar. Aber wir wissen, dass so kann sich zum Beispiel das Antigen an der
an den Gefäßwänden des Herzens befinden, dann wird diese junge Frau eine Karditis oder eine Endokarditis bekommen, also eine Herzmuskelentzündung bekommen, ohne auch nur irgendwie bakteriell irgendwelche Nachweise zu haben. Ja? Oder eine Lungenentzündung, kein Antibiotika wird helfen, ja? Oder eine Nierenbeckenentzündung, kein Antibiotika hilft, aufgrund der Bildung dieses Antigen-Antikörperkomplexes. Und da das sich sozusagen gegen die eigene Substanz richtet und zugleich von der eigenen körperlichen Substanz genommen wird, nennt man das einen autarken Prozess, also ein Auto-Antigen-Auto-Antikörperprozess. Ja. So, und das, den kann man auch im Blut bestimmen, aber da muss man erstmal hinkommen. Und das zeigt sich dann eben in dem Moment, wo die Patienten unter besonderen Stresssituationen liegen. Ja, das heißt also, wir sehen in vielen chronischen Erkrankungen, wie auch in diesem, dass immer dann, wenn sozusagen der Stress zu hoch geht, das heißt, wenn die sympathische Aktivierung zu hoch ist, die parasympathische zu niedrig, dass dann bestimmte Regulationsmechanismen außer Kraft gesetzt werden. Und das sowohl zentral als auch endokrin als auch immunologisch. Ja? Und so wissen wir, wenn wir die Patienten darüber aufklären, in der Art, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, dass die Patienten verstehen, deshalb muss ich darauf achten, dass ich mich nicht überfordere. Ja? Wenn wir einfach nur so sprechen und sagen, wissen Sie, ich glaube, das ist nicht gut, wenn Sie sich überfordern, das scheint einen Einfluss auf Ihre Erkrankung zu haben, dann wird diese Patientin lächeln und wird sich denken, naja, ich bin eben ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft, ich stresse mich eben. Ja? Und wird ihr Verhalten nicht ändern. Wenn sie aber diese physiologischen Informationen kriegt, wird sie das Verhalten ändern. Ja? Und in dem Moment kann diese Information, die sie sozusagen geben, den Krankheitsverlauf beeinflussen. Ja? Und deswegen ist das Gespräch parallel zur medikamentösen Behandlung ein therapeutisches Agens. Ist das verständlich? Ja? Okay. So. Jetzt kommen wir zu den Problemen der Unter- und Überversorgung. Als Unterversorgung versteht man das vor allen Dingen bei chronischen Erkrankungen in Prävention und Rehabilitation die Situation, dass die Patienten zu wenig an therapeutischen Möglichkeiten bekommen, beziehungsweise bei der Prävention zu wenig Möglichkeit haben, sich vor der chronischen Erkrankung zu schützen. Die Konsequenzen dieser Unterversorgung sind zum Beispiel die fehlerhafte oder die inkonsequente Anwendung von Medikamenten, zum Beispiel bei Asthma. Ja? Was dann wiederum zu vermeidbaren oder kostenträchtigen Exazerbationen, also sprich Verstärkungen der Erkrankung oder höherer Schubhäufigkeit führt. Es kann aber auch zum Beispiel bei Stoffwechselentgleisung kann es auch zu Spätkomplikationen kommen, also wie Erblindung oder auch Niereninsuffizienz oder wie beim Diabetes zu Fußamputationen, zum Beispiel durch unzureichende Blutzuckereinstellung. Oder auch, wo eine besonders starke Unterversorgung zu finden ist, ist im Bereich der Psychiatrie, wo sozusagen die Suizidgefährdung steigt, wenn die Depression nicht rechtzeitig erkannt wird. In der allgemeinen medizinischen Literatur findet sich eine Zahl von 50%, wo die Depression des Patienten nicht erkannt wird. Ja, das sind jetzt vor allen Dingen natürlich die Patienten, die sich selber darüber gar nicht bewusst sind, dass sie unter einer Depression leiden. Ja, so, das bedeutet also, dass es hier sich um sogenannte maskierte Depressionen handelt. Darauf gehen wir dann in einer späteren Vorlesung nochmal ein, die sich maskieren, zum Beispiel im Sinne dessen, dass die Patienten kommen und sagen, ja, ich fühle mich irgendwie immer so unruhig, kann gar nicht mehr so gut schlafen. Ja, aber nie im Leben glauben würden, dass das schon eine Depression ist. Ja, das heißt, wenn wir uns dann mit der Depression beschäftigen und Sie sich mit dem Trias der Depression beschäftigen, bekommen Sie auch das nötige Wissen, welche Fragen Sie stellen können, um genau das herauszufinden.
Die Überversorgung sind Beispiele, zum Beispiel Bypass-Operationen, ja, die in früherer Zeit durchgeführt wurden, also insbesondere Ballondilatationen, die aber nur zu Vernarbungen führten und dann letzten Endes keine günstigen Morbiditäts- oder Mortalitätsraten hervorriefen. Oder auch die bildgebende Diagnostik, wenn also sofort gesagt wird, ja, ab ins CT, MRT, ja, wo man vielleicht eher hätte darüber aufklären müssen, was man für Aktivitäten durchführt, physiotherapeutische Aktivitäten, um sozusagen die Muskelanspannung zu lösen. Und die Konsequenzen davon sind Kostenexplosion und Aggravierung der Symptomempfindung beim Patienten. Eine Fehlversorgung, davon spricht man, wenn zum Beispiel ein passiver Behandlungsansatz bei chronischem Rückenschmerz gegeben wird, wie Injektionsbehandlung, Massage, Bettruhe, anstatt sozusagen ein aktiver. Auch damit werden wir uns später, wenn wir über Schmerz reden, noch weiter auseinandersetzen. Die Konsequenzen sind, dass die Schmerzsymptomatik aufrechterhalten wird und dass eine Iatrogenisierung, also eine Schädigung durch den Behandler hervorgerufen werden kann. So, ich würde jetzt angesichts der Zeit einige Dias überspringen. Das Wichtigste haben wir uns jetzt angesehen und würde Sie bitten, sich die anderen Dias im Selbststudium zu erarbeiten und gucke jetzt, dass ich direkt zu den Fragen komme, damit wir uns die Fragen beantworten können. So, zu den häufigsten Beschwerden in der Allgemeinarzt-Sprechstunde bei Erstkontakt zählen innere Unruhe und Erschöpfung. Welches der genannten Krankheitsbilder könnte diesen Beschwerden am ehesten erklären? Was würden Sie sagen? A, B, C, D oder E? Wer ist für A? Wer ist für B? Wer ist für C? Wer ist für D und wer ist für E? Okay, in dem Falle ist E richtig, wobei man hätte jetzt auch Migräne sagen können, weil das ja ursprünglich am häufigsten aufgelistet wurde, ist in dem Falle aber eher der Rückenschmerz, ja, weil der generell sozusagen am häufigsten in der Allgemeinarzt-Sprechstunde auftritt und die Migräne auch selten sich beim Neurologen vorstellt. Was ist eine Iatrogenisierung? Schädigende Einflussnahme durch den Arzt, Overutilization, Projektion, Underutilization, schädigende Einflussnahme durch Partner, Arbeit oder Behandler. Wer ist für A? Okay, wir können aufhören. Okay, sehr gut, richtig. Dann, was ist eine subjektive Laientheorie, populärwissenschaftliche Literatur, Alltagsvorstellungen, die sich Personen über Krankheitsursachen bilden, historische Annahme zur Ursache einer Erkrankung, falsche Theorie oder psychische Erkrankung? Wer ist für A? Wer ist für B? Okay, sehr gut. Wer ist für C? D? E? Okay, sehr schön. Wunderbar, ich glaube, das war alle. So, ja, also, das war unsere allererste Vorlesung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen was genutzt. Sie haben jetzt einen Einblick, wie wir miteinander arbeiten werden in diesem Semester. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie viel profitieren. Auf Wiedersehen.